Hallo, willkommen zurück zu XCOM 2. Wir haben das Alien Relay zu zerstören. Wir starten direkt den Einsatz. Bisschen nicht gedaddelt, weil wir viele andere Sachen zu tun hatten. Dann schauen wir mal. Wir haben aber einige zur Verfügung. Dann lass mich doch gleich mal hier die Carola mit hinzufügen und dann schauen wir mal, was wir denn alles brauchen könnten. Ich würde sagen, Templar ist eine gute Idee, nahkampfmäßig absolut, absolut top. Dann nehmen wir einen Marine mit. Ich glaube, ich muss ein paar von weiter oben mitnehmen. Den Papa nehmen wir auch gleich mit. Und wehe, der beschützt die Mama nicht. Tech Specialist wäre vielleicht auch eine Idee. Dann würde ich Nank mitnehmen wollen. Einfach weil die sowieso dann danach wahrscheinlich Pause machen muss. Und Field Alchemist wäre interessant. 10 Life ist schon richtig krass. Hat er noch Ausrüstung an? Die sein Life erhöht? Oder? Wir nehmen ihn einfach mal mit. Hat er nicht. Okay. Lass mal gucken. Wir hätten eine Scavenged Field Armor, die 2 Life dazu gibt. Ich glaube, die packe ich jetzt einfach mal auf. Warte mal, wir haben 6. Ja, die packe ich jetzt mal auf die Mama. Zweimal hintereinander den gleichen Mumpitz gemacht. Dann gebt mal alles her. Wir haben hier keine neuen Handschuhe gebastelt, ne? Man, kannst du was anderes nehmen außer das? Nein. Okay, du hast ja sowieso noch hier Bonusaktionen am Start. Haben wir noch was anderes? Ja, wir hatten eine Magazinerweiterung. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Nehmen wir mit. Er hat nämlich auch so ein. Ja, so ein. Nennen wir es mal Zonen-Overwatch. Kommst du das Kurzgewehr? Du hast eins mit kostenlos nachladen. Hier haben wir auch eins mit kostenlos nachladen. Das heißt, wir haben also 2 davon. Moment, aber das ist nicht deine Waffe. Ist das deine Waffe? Das ist Max seine Waffe. Nehmen wir jetzt trotzdem für ihn. Hier können wir ja nichts reinbasteln. Kanistermäßig hätten wir aber was. Ich nehme mal den Smoke Canister. So ein bisschen auf Verteidigung wäre nicht verkehrt. So, du kannst mit der ja nicht so viel anfangen. Du nimmst mal die. Na, wobei. Das wird auch nochmal live geben. Komm, dann. Oh, warte. Ich dachte, ich hätte gerade den Sniper am Start. Ist aber gar nicht mal so verkehrt. Dann kriegst du die Rüstung. Bei dir machen wir die Frostbombe mit dazu. In diesen Granaten scheinen nicht besonders stark zu sein, aber Shen sagt, dass die flüssigen Gase im Inneren einen sofortigen Vereisungseffekt hervorrufen. Ja, sofortiger Vereisungseffekt, schön und gut. Wir haben nicht wirklich jemanden zum Heilen. Ich nehme mal 2 Medkits mit, nur eine Sache zum Sprengen. Ach, die Field Armor hat keinen Slot für Granaten. Ah. Ja, hoffen wir mal, dass. Ups. So. Hoffen wir mal, dass das so funktioniert. Wir gehen los. Moment. Alien Relay zerstören. Ja, das wird schon funktionieren. Das wird schon funktionieren. Sorry, dass gestern keine Folge XCOM gekommen ist. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen was zu tun privat. Die letzten paar Tage waren. Plauder mal so mal kurz ein bisschen. Ich schneide jetzt den Ladescreen nicht weg. Könnt ihr ja vorspulen, wenn ihr nicht wissen wollt, was los gewesen ist. Ich habe gestern Morgen, also ja, wenn ihr das seht, gestern Morgen, also Aufnahmetag, meine Frau zum Flughafen gebracht, weil die jetzt wieder nach Peru geflogen ist und da dann auch bleibt. Und deswegen haben wir halt die letzten Tage, ja, gab es halt andere Prioritäten. Mussten dann noch ein bisschen was vorbereiten, dann gab es Abschiedsparty und lauter solche Sachen, ne? Von daher war da
ein bisschen wenig Zeit zum Aufnehmen. Aber ich glaube, das ist mir nachzusehen. Und weil das auch so ist... Ich glaube, wir haben hier noch den... den Standard-Rekruten haben wir zu Mama gemacht, ne, den wir drin hatten. Kann das sein? Ich glaube schon. Sonst hätte ich jetzt den Charakter von der Elisabeth reingenommen. Aber gut. Wenn wir keinen Standard-Char haben dafür, dann eben nicht. Oh, ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Aber was ist schon einfach im Leben, ne? Was ist im Leben schon einfach? Okay. Making a run. Die Macht führt mich. Die Macht führt mich, ja genau. Okay, bin unterwegs. Spurte los. Das fragt sich halt nur. Yeah. Yeah. Wo sind die ganzen Gegner? Guess you didn't see me. Das ist schon lustig. Oh, hier ist. Aber das Ding ist hier drin. Alles klar. Ich hoffe, wir triggern jetzt hier nichts. Na, wir sehen ein paar Leute. Eine Flame Viper. Das ist neu. Wir haben kein... Na, wie heißt's? kein Timer. Lass mal gucken, was gibt's hier? Ablenkung und Systemzugriff. Und hier gibt's auch Ablenkung und Systemzugriff, aber das hier ist schwieriger. Wir gucken jetzt einfach mal, was ist Ablenkung? Alle in dieser Runde bereits genutzten Aktionspunkte des Trupps werden wieder aufgefüllt. Wäre interessant, aber ich glaube für den Notfall besser. Von daher machen wir einfach ein bisschen... Der Pfad ist klar. Going mobile. Yeah. Okay, wir machen hier ein paar Overwatches an. Vielleicht mit Metalhead oder... Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie man es aussprechen sollte. Mir entgeht nichts. Metalhead? Metalhead? Ich glaube Oh shit, jetzt hätte ich fast die Dudes getriggert. Vielleicht sollten wir mit ihm keinen Overwatch anmachen. Vielleicht sollten wir mit ihm einfach... Rat-tat-tat. In die Verteidigung gehen. Also Sunny, Soldat, Betäubungslanzenträger. Mhm. Oh, interessant. Ah, nicht in Explosionsradius. Und die gehen aufs gegenüberliegende Dach. Alright. Könnten den Papa noch sehen. Ich vertraue Ihnen. Ich rücke aus. Machen wir erstmal so und dann overwatchen wir nochmal alle und gucken, dass sich die Truppe auf dem Dach weiter entfernt und dann gehen wir vielleicht aktiv auf die Dudes drauf. Wobei die sich auch sehr weit weg bewegen. Ha! Und die kommen wieder runter. Das ist super. Dann gehen wir erst auf die Gruppe. Dann wäre es aber gut, die Flame Viper als erstes kalt zu machen. Zumindest versuchen.
Momentan steht sie ohne Deckung da. Wieso habe ich keine Zone Suppression? Ach, scheiße. Das ging nur mit Kanone, oder? Wieso ist der Einheit ist bereits verborgen? Okay. Lass uns loslegen. Sie kennen unsere Position. Ah, oh, geiler Crit. Fehlt nur noch ein Damage. Und den können wir auf jeden Fall mit Nunk forcen. Jetzt, wo der in Full Cover steht. Na gut, dann haben wir halt eben beide getriggert. Ich weiß nicht, ob das so positiv ist für dich. Wenn ich... Ich müsste schon... Oh Mann, ich müsste schon eher runtergehen. Das ist alles ein bisschen ungünstig. Keine Deckung hier. Da hätte ich Deckung nach oben. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich hoffe, da in dem Gebäude unten ist nicht noch irgendwas versteckt. Okay. Dann lass den mal abfackeln. Zack. 2 bis 5. Daneben. Ja gut, das ist nicht so gut gelaufen. So, jetzt kannst du Sound Suppression machen. Dann machen wir das auf die zwei. Das ist eine Aktion, die zwei sind kostenlos. Okay. Flame Viper, tschüss. Ich habe keine Lust, dass die mir jemanden da runterzieht. Ach scheiße, das war die komplette Aktion. Oh, crap. Das ist richtig ungünstig. Das ist richtig ungünstig. Ich wollte eigentlich mit ihr... Gut. Auto brennt nicht. Ich wollte eigentlich mit ihr was ganz Bestimmtes machen. Und zwar die Ability Points wieder nachladen, ne? So, ein Parieren. Dann hast du jetzt hier Platz. Das kann ich machen. Und... Ja. Gibst dem 5 Damage mit? Ja, moin auch. Ja, hallo. Schön, dich zu sehen, Jäger. Zu sehen. Ja, kennen wir Explosion und Scharmützler. Kein Feuerschutz und so. Es ist gefährlich hier draußen. Wir haben ja noch die eine Granate. Das ist nicht sonderlich viel, ne? 5 Gegner aktiv. Boah. Die Auserwählten werden es uns nicht leicht machen. Köpfe runter und weiter vorrücken. Wir müssen ihre Position erreichen, um sie auszuschalten. Sehr gut. Wollen die Ältesten die taktische Führung wieder ihnen übergeben, Commander. Ja, wir sind im Full Cover. Das sollte doch eigentlich... Oh, Half Cover. Hier oben. Kann mich nicht bewegen. Und was macht er? Hier unten abfackeln? Na, er... Och, nee. Gott sei Dank ist der Boden nicht weggebrochen. Und verloren. Ich rieche frisches Blut. Genießen Sie Ihre letzten Atemzüge. Hätte ich mal nicht so voreilig sagen sollen, ja? Bin getroffen. Sie haben mich erwischt. Wow.
Wow, wow, wow. Das ist extrem böse, wenn ich da versuche hinzugehen. Poch. Wieso kann ich hier nicht hin? Danke. Ich habe 4-mal geklickt. Ah, 2 bis 5. Fürchte mein Zeichen. Oh! Immerhin das. Hoffentlich nicht, dass ich auch so leicht zu Boden gehe. Okay. Fürs Erste sind wir safe. Du hast ein Medkit. Wer hat das Zweite? Also du hast es nicht. Man kann Nank. Okay, Nank kann auch hier runter. Here we go. Klingt machbar. Dann haben wir schon mal das erste Feuer gelöscht. Du hast das zweite Medkit. Alright. Alles verbraucht, was wir haben an Medizin. Super. Supidupi. What the hell is los mit ihm? Okay. Der Chosen ist am Start. Chosen macht nichts. Das ist nur noch eine Runde da. Oh, das auch. Ich dachte, die wären alle hier. Unendlich. Wow. Ordentlich Sachen am Start. Diese Lichtershow kommt bei den armen Einfallspinseln sicher gut an. Was? Ja, der Kern ist auch nicht falsch. So. Alright. Da müssen wir mal. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Gehen wir erstmal so, es wäre mies gewesen, wenn sie jetzt gebrannt hätte. Ungünstig. Ah, yes. Mama sollten wir vielleicht auch vom Feuer wegholen. Oh, Mann. Ist gar nicht mal so gut, dass wir mit ihr so weit vorne sind, ne? Ich sehe gerade die Anzeige nicht, wie viel Prozent? Hm. Man muss drüber hovern, okay. So, Papa. Mach den und du. Ja. Drei Tasten gedrückt, um eine Aktion auszuführen. Perfekt. Ich genieße diese stillen Momente. Das Ding hat nur 6 Life. Commander, wir haben das Alien-Relais identifiziert. Ach, weil die Wand weggebrochen ist gerade? Das ist ja geil. Kannst du das gleich. Ah, du kannst es hier nicht sehen. Okay.
Lass mal reinschauen. Ach, du siehst es hier schon. Boah, ist das der Hunter? Das sieht danach aus, ne? Ach, er muss nachladen. Scanne Gebiet. Okay, machen wir mal Folgendes. Die Ablenkung. Fragt sich halt nur, ob wir das wirklich brauchen. Wir haben's notfalls, sagen wir mal so. Ich gehe jetzt mal absichtlich hier ohne Deckung rein. Zehn Life und zwei Rüstungen. Geht. Oh, yes. Ach so. Er war irgendwo hier. Schauen wir mal. So, das ist jetzt Carola. Die... sieht das Teil hier drinnen. Natürlich. Ja, dann schießt du mal drauf. Komm. Ach, er ist eins über uns? Ach nee, das... das ist nicht der Dulli. Bewache dieses Gebiet. Ach komm. Hier. Weil das natürlich auch nicht so geil ist, sich jetzt wieder hier in Grüppchen aufzustellen. Wie siehst du mal einen an, oder was machst du? Ich hatte es in Betracht gezogen, die XCOM zu verschonen, wenn ich diese Welt erst übernommen habe, Commander. Leider war unser letztes Aufeinandertreffen ihr Todesurteil. Der Außerwelt ist genau dort, wo wir ihn haben wollen. Greifen wir an! Machen Sie sich bereit. Hier wird es gleich noch lebhafter. Es wird gleich sterbhafter hier, wenn wir den Biotrooper umgeklatscht haben. So, wo gehst du hin, mein Lieber? Okay. Manchmal echt praktisch. Immer schön langsam. Einer unserer Soldaten ist benommen. Wir müssen ihm helfen. Ach, ich kann nicht zu ihm? Ach, weil er so weit oben ist? Ja dann, fackeln wir den Dude doch mal ab. Papa, hast du den auch im Visier? Nein, du hast den da hinten dafür. Ja, mach den mal platt. Oh, crap. Okay. Spüre die Macht der Templer. Dann musst du das machen. Sie ist aber auch vollgepackt mit Zeug jetzt, ne? Keine Sorge. Die Ältesten haben noch jede Menge davon. Okay. Yep. Yep. Ich weiß, Carola ist noch betäubt. Das wird langsam interessant. Hat sie gerade... okay, sie hat noch Zugriff auf die beiden Teile. Dann machen wir das jetzt mal. Wir hoffen auf die 82% von der Ablenkung. Restoren hier alle Aktionspunkte. Hoffentlich. Wow. Ja, die Robotergegner irrelevant. That's how it's done. That's how it's done.
Ah. Und dann schießt er nochmal zwei. Schießt du? Okay. Puh. Ich wette, das schaffst du nicht nochmal. Ach, er kann nach dem Schießen. Oh. Okay. Okay. Fräulein. Oh, halt, eigentlich wollte ich. Okay, pass auf. Kostenlose Aktion. Müsste die noch benommen sein? Sie versuchen also eine Rettung, Commander. Bei ihrer Rache! Oh, gekrittet! Nice. Das war der richtige Charakter, um den umzuballern. Das ist schön. 1-5-Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Meines 1-5-Status bestätigt. Mission erfüllt. Gut. Nur 8 Gegner und trotzdem hatten wir echt Probleme. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn nicht zum letzten Mal. Okay, Carola, ein Kill. 11 Damage. Schöner Einstieg. Weißer Tod. 3 Kills und 13 Damage. Ja, nice. Ist okay. Und ganz viel Zeug gelootet. Aufgesammelte Beute 7. Okay, Bulkhead MVP, 2 Kills, 16 Damage, 7 Schüsse getroffen. Nice. Papa, 1 Kill, 12. Nank, 1 Kill und 2 Damage. War aber wichtig, dass wir die AP zurückgeholt haben, Aktionspunkte. Und der Mr. Hölzel, 4 Damage. Bams. Das war so gut, ne? Granate geworfen. Ach, zum Glück ist der Boden nicht weggebrochen. Flatsch. Natürlich bricht er dann durchs Feuer weg. Aber das ist halt der Grund, warum man nicht gruppieren sollte. Nicht so oft. Nicht zerstört werden. Wir stehen zu den Ältesten. Vertrauen wir ihrer Weisheit. Dann wird die Krise enden. Auf jeden Fall vertrauen wir der Weisheit. Ja, war eine schön kurze Mission. Ich hätte gemeint, da ist ein bisschen mehr Feuer dahinter, wenn die schon als schwer betitelt wird. Aber sagen wir mal froh. Sagen wir mal froh, dass das wenige Feuer, was gekommen ist, uns nicht ganz weggegrillt hat. Nun, vorübergehend. Sonderlazi, was nimmst du? Overload, ja. Mehr Base Damage und definitiv mehr doppelt so viel Damage. Oder dreifach so viel Damage an Robotergegnern. Squad Side Ranged für seine Skills wäre interessant. ABC Protocol ist, dann bleiben wir. Nicht revealed. Ich will immer sagen, wir bleiben revealed, ne? Aber wir bleiben concealed, so heißt's. Das ist auch so geil. Up to 2 times per turn. Automatically fire back with your Kurzgewehr. Targeted. Ja, könnte interessant sein. Nehmen wir. Dann bei dir Überladung. Reißen. 33% Chance, Fokus. Säule ist wäre interessant. Es gibt Full Cover, ne? Ah, das macht keinen Damage. Ein brutaler Kettennahkampfangriff. Der erste Schlag verfehlt nie. Jeder Kill mit Sensenmann verleiht eine zusätzliche Aktion. Jeder weitere Angriff ist knapp weniger Schaden. Ja, Sensenmann. Dann ist die Überladung vielleicht auch nicht so verkehrt. Das kostet immerhin nur 11. Ever Vigilant. Interessant. Oh! Ja, jedes Mal Armor Shredding. Das hätte ich schon gerne. Meaty Spray, Pressure Blast. Dann nehme ich die
Corroding Compounds. Lassen wir. So, die Mama befördern wir dann auch. Das ist schön. Raul, das ist auch neu? Das kenne ich nicht. Automatisches Reloaden, wenn wir dashen. Hm. Interessant. Gut, Flame Viper Autopsie können wir machen. Oh, erstmal befördern. Wir haben noch keinen einzigen Zapper. Das müssen wir auch mal angehen. Promotion, choose class. Maxman? Na, ich glaube, ich mache sie zu einem Field Alchemist. Wir haben momentan 3 Sniper, 2 Field Alchemists. Ja. Machen wir aus einem ganz bestimmten Grund. Ich möchte diesen Playthrough wirklich Papa und Mama versuchen. Ja, hier so mäßig zusammenzupacken. Max und Sadie. Ja klar. Aha, hätte es auch mit der Hand machen können. Feuer und Eis. Und jetzt ein paar Fotos neben einer Karte von Adventburger. Zu rein wissenschaftlichen Zwecken natürlich. Rein wissenschaftlich, klar. Das lassen wir. Wir müssen den Schädelstecker auch mal basteln. So. Die Geheimeinrichtung. Hm. Das wäre vielleicht wirklich was. Ich bin kein Freund von Überraschungen. Aber das habe ich nicht kommen sehen. Ja, andere. Okay. Setze Kurs. Bauen wir erstmal schneller. Wir haben ja, glaube ich, irgendwas im Bau. Aber lass mal nochmal kurz gucken, nicht, dass wir wieder irgendeinen Ingenieur nicht hier am Start. Oh, nee, passt. Dann machen wir das mal kurz fertig. Okay. Auto Refueling Tank. Interessant. Okay. Vergeltungsschlag. Sieht so aus, als wäre es Zeit für ein paar Zielübungen. Ja. Auf Ostafrika. Das wäre schon wichtig. Da wird auf jeden Fall kein, na, wie heißt's? Na, verwundet. Da wird auf jeden Fall kein Dude dabei sein. Chosen. Manchmal fallen mir die Sachen absolut nicht ein. Ja, dann Assault Infantry, Corporal, Corporal. Komm, machen wir hier. Mit Marksman. Wir nehmen mal hier die etwas höher gelevelten Dudes. Tech Specialist. Und... Aber wir haben keinen Rekruten mehr. Ah, doch, hier. Dann nehmen wir Spectre auch mal mit. So, definitiv noch mehr Medkit. Du nimmst die Frostbombe. Bei dir würde ich schon fast sagen... Könnte man die Scavenged Field aber mitnehmen, aber das wird wahrscheinlich... Passt! Machen wir so, dann hat sie halt nichts hier dabei. Das ist auch nicht das große Problem. Der Rest kann eigentlich fast so bleiben. Ja, aber bei dir machen wir noch... Ja, eine Notfalls-Rauchgranate rein. So, wie schaut's mit dir aus? Haben wir schon eine Schroti mit
Ja, hier oben. Ach, das ist mit mehr Crit-Chance. Hier machen wir mal hier die zielsichere Variante. Das Vibroblade kommt mit dazu. Ja, dem Max seine Waffe, die wird hier rumgereicht. Da würde ich fast sagen, das Sturmgewehr nehmen wir einfach mal bei dir mit rein. Okay, dann basteln wir hier vielleicht noch ein bisschen was. Das Laservisier ist... Ja, für Crit muss nicht sein. Die Erweiterung auch nicht. Das Nachladen auch nicht unbedingt bei dir. Bei dir könnten wir vielleicht die Magazinerweiterung mit reinschmeißen. Ganz einfach, damit du nicht so oft nachladen musst. Ja, wir gucken uns das nächste Folge an. Würde ich schon sagen, ja, doch. Weil mit Biotroop-Deployment sehr schwer, Vergeltung, das dauert schon so ein bisschen. Von daher machen wir die Folge ein bisschen kürzer, dann ist die nächste wahrscheinlich ein bisschen länger, weil wir dann auch noch... Da muss man mal gucken, was mit der nächsten Folge ist. Ich dachte ja auch, die letzte Mission wäre ein bisschen länger. Aber das kriegen wir hin. Leute, macht's gut, bis dann und ciao!